Um nochmal auf Spiele in der Zukunft zurückzukommen. Kann man es nur so eilig haben? Da wäre doch mal eine Zeitmaschine angebracht. Allein um das rauszufinden, würde sich das schon lohnen. Chili-Schoten-Attack! Das wäre aber wirklich mal was mit so einer Brille. Dann nee, zum Beispiel bei so Spielen wie Nightmare House, die dann in der Ich-Perspektive, also Ego-Perspektive, spielen, dass man da irgendwie mal so mit Brille durchlaufen kann. Gibt's das nicht eh schon bei so ganz alten Spielen, wo man dann irgendwie so durch so Pixelwelten, durch so einfarbige Pixelwelten laufen kann? Meine schon. Aber die Brillen sind dann irgendwie so groß und so schwer, dass man sie sich mit Tape an den Kopf bappen muss. Boah, ich laber echt schon wieder so ein Zeug daher und renne schon wieder irgendwo hin. Bleib oben! Gut. Das lag bestimmt alles an den super neuen Schuhen, dass wir jetzt da nicht runtergefallen sind. Bin ich fest von überzeugt. Hey, wie viele Flaggen wir heute finden. Ich glaube, ich mache am Schluss mal so eine kleine Statistik, wie viele Flaggen ich später in den Videoaufnahmen immer noch gesehen habe. Das ist nämlich auch lustig. Irgendwie im Spiel habe ich dann immer so 5 gefunden und dann, wenn ich nachher die Aufnahme geguckt habe, dann irgendwie noch so 3, 4 immer noch. Ja, lasst uns Statistiken machen. Boah, hier in Deutschland gibt es ja eh zu allem Statistiken. Aber über dieses Thema werden wir jetzt nicht weiter lästern, das hebe ich mir auf. Verfluchte Schützen! Wir sollen einen von Mashtadins Offizieren angreifen. Aber dazu müssen die Bogenschützen von den Dächern entfernt werden. Ich kann keinen Mann entbehren. Könnt ihr helfen? Sorgt nur dafür, dass ihr nicht gesehen werdet, sonst müsst ihr wieder von vorne beginnen. Warum muss ich dann von vorne beginnen? Zweitens, warum hast du Männer unter dir, also kommandomäßig? Also warum habe ich keinen Trupp, den ich befehligen kann? Warum muss ich immer alles alleine machen? Anscheinend haben wir genug Assassinen, dass er hier seinen Trupp zusammenstellen kann. Schön, aber nein. Ich krieg natürlich keine Leute. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Okay. So viel zum vorsichtig sein. Ich entkomme euch. Ich entkomme euch. Verdammt. Runter. Schön wär's gewesen. Wow. Was ist das? Ah! Habe ich hier nicht irgendwo mal jemanden, der mir helfen will? Keine Steine, keine Steine, keine Steine, keine Steine, keine Steine. Haha. Oh nee. Dann. Achso, nee, da geht's ins Königreich. Die singen ja in dem Fluchtlied. Seit wann machen die denn das? Cool. Hey, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Entschuldigung. Oh ja, bitte haltet die mal ganz kurz fest. Oh, warum seid ihr jetzt aufgestanden, ihr Idioten? Ah. Ja, das Fliehen wird auch immer schwerer. Das ganze Spiel wird schwerer. Warum macht es das? Will ich, dass es das macht? Bitte geht. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Oh, und ich bin jung und brauche das Geld. Ja, kenne ich alles, die Ausreden. Nein! Verdammt. Nein! Er hat uns auf die Bank geschubst. Oh, gut. Okay, dann machen wir den Bogenschützen jetzt als letztes, damit wir die Mission ganz am Schluss erst verhauen. Okay, fangen wir bei dem an. Neue Idee, wir gehen einfach gleich oben lang. Okay, jetzt hat er sich umgedreht. Jetzt dreh dich nicht nochmal um. Nein! Verdammt! Huch! Okay, irgendwie stelle ich mich gerade ziemlich blöd an. Kann das sein?
Und das Blöde ist, umso mehr Leichen wir hier verursachen, umso schwerer wird es natürlich auch. Oh, Fuuu! Geh rein da, geh rein da, geh rein da! Oh! Oh. La 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 la. Nicht gut. Verdammt! Der Mist, ey! Das gibt's doch nicht. Nehmen wir wieder unser altbekanntes Versteck hier hinten. Oder auch nicht. Okay. Das ist gerade ziemlich doof gelaufen. Dann machen wir halt einfach gleich was anderes. Was, Entschuldigung, guter Mann. Was viel mehr Spaß macht. Achso, wir sind ja noch gar nicht gelb. Hilfe! Okay. Ich würde mal sagen, wir machen mal ganz kurz was anderes. Bin offenbar zu blöd für diese Mission. Ich mach die heute eh noch, also insofern. Ich verschiebe sie mir noch ein bisschen nach hinten. Gehen wir lieber was belauschen, das ist ungefährlich und einfach. Oh, wie weit sind wir denn hier weggerannt? Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark. Machen wir wieder Mönchsjogging. Was er wohl vorhat. Also, ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Ja, Entschuldigung. Habt ihr Geld für mich? Warum macht er das? Weil ich da hoch will. Ist er verrückt geworden? Nein, ich will da hoch. Die Verrückten sind die, die alle mal schubsen. So. Los, Shankre! Es tut mir leid, Ahmad. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Scheint, als wäre da noch jemand. Sehr unzufrieden. Okay, oh, haben wir jetzt wirklich alles gemacht, außer Bürger retten und die verdammten Bogenschützen. Templer! Komm hoch, Templer, wenn du dich traust. Wo ist er? Da unten ist er. Ah, der hat auch Wachen angelockt, der Ätzbalken. Ups. Ich gehöre niemandem. Du wirst nie entkommen. Doch, fertig. So, ein paar Haken schlagen. So, und jetzt schön hier rein. Also schön da rein. Ich mag Dachgarten. Gärten. Gute Gärten. Oh, wir sind irgendwie die ganzen Folgen hier nur noch am Wegrennen. Mönch.
Mönchen tut man nichts, Gelehrten. Ich habe gelernt, dass man mir nichts tut. Das wurde mir so gelehrt. Ist das logisch? Okay, Versuch Nummer 3. Ist das schon, eigentlich ist das in dem Let's Play eigentlich schon öfters passiert, dass wir irgendwas öfters als zweimal machen mussten? Ich glaube, so beim zweiten Versuch hat eigentlich immer alles geklappt, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Geht vorbei, liebe Wachen. Ja, okay, das wird jetzt schon irgendwie klappen. So. 1, 2, 3. Das kann doch nicht so schwer sein. 1, 2 oder 3. Nicht schubsen! Okay. Erstmal müssen wir irgendwo hoch. Ohne, dass uns jemand sieht. Wo sieht uns jemand? Wo? Ah, da oben. Ist das eins unserer... Ja! Okay, jetzt hätten wir, glaube ich, Zeit. Verdammt! Das gibt's doch echt nicht. Ich krieg dich! Ja. Das kann's doch nicht geben. Wo versteckst du dich? Da ist er ja. Dich hol ich mir. Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, ich bin zu auffällig. Okay. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Dann gehen wir jetzt von ganz hinten, von da hinten hoch. Und wir stechen die alle. Ich glaube, mit Wurfmessern. Wenn die dann vom Dach fallen. Ich will das jetzt nicht austesten. Was ist denn in ihn gefallen? Eine milde Gabe. Nein. Einfach nur nein. Meine Familie ist bin jetzt sauer. Bitte geh. Das muss geschmiert werden. Person hineingabe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Sieht mich denn hier jemand? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht Geld dann. Schnell da hoch, bevor ich irgendjemand sieht. Warum tut er das wohl? Jetzt da rein. So. Wirklich, heute Slow-Mo. So, da hinten ist unser Ermordungsopfer. Der uns hoffentlich nicht sieht. Rein da! Haha!